Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 16, Aktuelle Stunde, der Fraktion der AfD, Schülerdemonstration in Hessen während der Unterrichtszeit. Das ist die Drucksache 2096. Und das Wort hat der Kollege Kahnt, AfD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein Zauberwort muss herhalten. Ist der Sommer endlich warm? Darf das nicht gefallen? Das ist eine Katastrophe. Fällt im November der erste Schnee? Besteht eine Eiszeit bevor? Und wem das noch nicht anschaulich genug ist, dem müssen Fotos zeigen, und zwar am besten Eisbären mit ihren Jungen auf Eisschollen oder aber Staus auf Autobahnen. Das Zauberwort heißt Klima, Klimaschutz und gestattet offenbar heute vieles. Freitags blau machen, nach der Schulzeit demonstrieren, das wäre edel. Nein, es macht Schule, was nicht Schule machen darf. Beispiel, was Schule nicht soll, macht eine Vorzeigeschwedin, 16 Jahre alt. Sie macht 24 Wochen bereits blau. Was sich sonst so in Schweden entwickelt in den letzten Jahren, wollen wir hier nicht diskutieren. Aber man hat bei uns schnell begriffen, Gesetze zu umgehen scheint Mode zu sein. Fridays for Future, so heißt das. Meine Damen und Herren, unsere Schüler haben no future, wenn sie weiterhin, wie es in gestrigen Diskussionen angeklungen ist, vielleicht diese Demonstrationen möglichst lange ausbauen sollten. Meine Damen und Herren, das führt zu gebrochenen Bildungskatastrophen. Selbstverständlich haben wir schon genügend Soziologiestudenten ohne Abschlüsse. Meine Damen und Herren, das kommt dabei heraus, wenn ich hoffe, das geht nicht von meiner Redezeit ab. Meine Damen und Herren, das kommt dabei heraus, wenn Bildungspolitiker es ernst nehmen. Teachers, hey Teachers, leave us kids alone. Um es gerade zu stellen. Niemanden spricht jemanden ein Demonstrationsrecht ab. Selbstverständlich kann das aber auch stattfinden außerhalb der Schulzeit und nicht während derselben. Das Hessische Schulgesetz gibt klare Auskunft darüber. Nach § 69 Absatz 4 heißt es dort klipp und klar, Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen. Mit Erstaunen kann man hier feststellen, dass das einige von uns hier anders sehen. Das Fehlverhalten, meine Damen und Herren, wird auch nicht besser, wenn es nun Streikrecht genannt wird. Weder Lehrer noch Schüler, das muss man hier noch einmal klar und deutlich sagen, haben ein Streikrecht. Zwar können, das wissen Sie auch, Schüler aus besonderen Gründen vom Unterricht befreit werden, beurlaubt werden, aber demonstrieren für oder gegen den Klimaschutz, das sagen wir in aller Deutlichkeit, das ist kein besonderer Grund, besondere Maßnahmen zu treffen, dass Beurlaubungen da stattfinden. Ein Recht auf Spontandemos haben selbstverständlich auch die Schüler nicht. Ein Verfassungsrechtler aus Stuttgart sagte, nur dann hätten sie das Recht, wenn eine Demonstration nach dem Unterricht vielleicht zu spät käme. Aber das kann man doch einmal festhalten. Für den Klimaschutz kommt das bestimmt nicht zu spät. Eigentlich, meine Damen und Herren, ist das Notwendige gesagt. Aber ich will es noch einmal für diejenigen klarmachen. Es fällt zusätzlich Unterricht aus. Und hier wird ja so oft beklagt, es fällt viel zu viel Unterricht aus. Das muss also während dieser Zeit überhaupt nicht passieren. Zweitens. Schulleitungen, die im Prinzip das Schuleschwänzen tolerieren, die sollten sich daran halten, was ihre Dienstpflicht und ihre Dienstaufsicht ist. Schließlich hat auch der stellvertretende Pressesprecher des Kultusministeriums gesagt, grundsätzlich gelte die Schulpflicht. Meine Damen und Herren, selbstverständlich, freitägliche Schülerdemos verstoßen selbstverständlich
werden sie während der Unterrichtszeit passieren, gegen die Neutralitätspflicht der Schulen. Junge Menschen lassen sich vor den Karren der Klimalobby spannen, und freitäglich wiederholende Demos können sein, beispielsweise so etwas missverstanden werden als ein Gewohnheitsrecht. Wir sprechen eigentlich davon, wir können es nicht verantworten, dass Schüler instrumentalisiert werden, für die Klimalobby auf die Straße zu gehen. Herr Kollege Kranz, Sie müssen zum Schluss kommen. Schulleitungen sollten ihre Dienstaufsicht wahrnehmen. Man muss sie nicht gleich in die Wüste schicken. Das wäre eine Klimavergiftung. Aber der Kultusminister sollte dafür Sorgen tragen, dass die Dienstpflicht entsprechend gehandhabt wird. Danke sehr. Vielen Dank, Kollege Grant. Bevor wir in der Debatte weitermachen, begrüße ich auf der Besuchertribüne unseren langjährigen Kollegen und Freund Ernst Ewald Roth. Herzlich willkommen, lieber Ernst Ewald. Nächste Wortmeldung ist die Frau Kollegin Kula, Fraktion DIE LINKE. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, in den letzten Wochen konnten wir in Hessen in zwei Fällen Schülerstreiks erleben, die Ausdruck von einem kritischen politischen Bewusstsein sind und in beiden Fällen unsere Solidarität verdienen. Warum sollen wir lernen für eine Zukunft, die es vielleicht gar nicht mehr gibt? Unter diesem Motto streiken seit einigen Monaten weltweit Jugendliche und fordern eine Umkehr in der Klimapolitik. Und auch in Hessen gingen in den letzten Freitagen Tausende Schülerinnen und Schüler auf die Straße, um für Klimagerechtigkeit zu demonstrieren. Die Bewegung, die sich in Deutschland unter dem Hashtag Fridays for Future sammelt, wurde von der mutigen schwedischen Schülerin Greta Thunberg angestoßen, welche durch ihre Reden auf der UN-Klimakonferenz und im Weltwirtschaftsforum Davos große mediale Aufmerksamkeit erlangte. Beeindruckend ist vor allen Dingen die politische Haltung, mit der die Jugendlichen ihre Forderungen vertreten. So sprechen sie vor allem die globale Klimagerechtigkeit an und schlussfolgern, dass die Folgekosten einer angeblichen unbegrenzten Wachstumslogik moderner Industriegesellschaften nicht auf die Länder des globalen Südens ausgelagert werden dürfen. Wenn das mal nicht politisches Bewusstsein ist, was dann? Super. Wir als Fraktion der LINKEN im Hessischen Landtag unterstützen die Anliegen des Klimastreiks ausdrücklich und freuen uns über die engagierte Initiative der Schülerinnen und Schüler und sehen uns in der Verantwortung, auf allen politischen Ebenen weiter für einen sozial-ökologischen Umbau unserer Gesellschaft zu kämpfen. Auch in Friedbeck demonstrierten rund 600 Schülerinnen und Schüler Ende Januar, auch während der Unterrichtszeit. Ja, auch während der Unterrichtszeit. Da würde mich ja interessieren, ob sich da die Junge Union auch einmal dazu geäußert hat. Im Fall der Klimastreiks hat ja die JU in Baden-Württemberg ihre Mitschüler dafür angeschwärzt. Also ich finde, als Jugendorganisation geht das wirklich gar nicht. In Friedberg ging es den Demonstrierenden aber nicht um Klimaschutz, sondern darum, gegen Rassismus Flagge zu zeigen. Unter dem Motto Wetter auf für Vielfalt, Schüler bekennen Farbe, folgten die Kinder und Jugendlichen dem Aufruf der Schülervertretung der Augustinerschule. Unterstützt wurde dieser Streik vom Kreiselternbeirat, dem Schülerbeirat, den Jusos, der Linksjugend Solid sowie der antifaschistischen Bildungsinitiative. Grund genug hatten diese Schülerinnen und Schüler allemal. Immer wieder suchen sich rechte und rechtsextreme Kräfte viel Wetter auf für Parteitage und Treffen aus. Es ist ein sehr ermutigendes Zeichen, wenn sich so viele junge Menschen einem Rechtsruck in der Gesellschaft entgegenstellen und sich da breite Bündnisse formieren. Ob nun für Klimaschutz oder gegen Rechts, wir als LINKE begrüßen die Demos der Schülerinnen und Schüler und stellen fest, dass sie der antragstellenden Fraktion hier im Hause schon in so jungem Alter überlegen sind, denn sie streiken gegen den menschengemachten Klimawandel und bestreiten ihn nicht.
Dass sich junge Menschen für ihre Interessen und für ein buntes und friedliches Zusammenleben einsetzen, ist ein tolles Signal und sollte deswegen auch im Schulkontext aufgegriffen und honoriert werden, anstatt sanktioniert zu werden, beispielsweise im Sinne einer Beschäftigung damit im Rahmen der Demokratiepädagogik. Das passiert ja auch schon teilweise. Dass sich die AfD darüber beschwert, dass Menschen gegen rechts demonstrieren, ist geschenkt. Aber dass sie hier eine Indoktrination der Schülerinnen und Schüler wittert, zeigt, wie sie zu den Vermittlungen demokratischer Werte und Prinzipien in der Schule steht. Aber das kann man ja schon von anderen Landtagsfraktionen der AfD, das kennt man ja schon. Denkt man beispielsweise an die Denunziationsportale der AfD-Fraktion, beispielsweise in Hamburg, auf dem Schülerinnen und Schüler sowie Eltern Lehrkräfte melden sollen, welche sich kritisch gegenüber der AfD äußern. Auch Klarnamen von Lehrkräften sollten geäußert werden. Das ist organisierte Denunziation und ist eher ein Mittel von Diktaturen und kann in einer demokratisch verfassten Bundesrepublik keinen Platz haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die AfD plant in Berlin ein ähnliches Portal. Die Landtagsfraktionen in Brandenburg, Bayern, Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt wollen nachziehen. Und bei dieser Aktuellen Stunde hier im Hessischen Landtag ahnt man ja schon, was die Menschen da vorhaben. Aber zum Glück hat sich ja auch ein humorvoller Umgang mit diesen Portalen herumgesprochen, beispielsweise zum Pizzabestellen. Aber zum Schluss, falls sich die AfD wirklich um gefährliche Indoktrinierung der hessischen und Schülerinnen und Schüler sorgen würde, wäre Bernd Höcke, der übrigens Lehrer ist und den Holocaust verharmlost und völkische sowie rassistische Theorien verbreitet, nicht Mitglied in dieser Partei. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Kula. Das war die erste Rede der Kollegin Kula. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt hat das Wort der Kollege Daniel May, Fraktion Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dass es beim Klimaschutz 5 vor 12 steht, das ist wissenschaftliche Erkenntnis. Und wissenschaftliche Erkenntnisse sind es, die es bei uns in der Schule zu unterrichten gilt. Und die Schülerinnen und Schüler haben richtig erkannt, dass die politischen Handlungen weltweit betrachtet leider hinter dem zurückbleiben, was eigentlich notwendig wäre. Ich finde, sich für den Klimaschutz einzusetzen, ist im besten Sinne Einsatz für die Schwächsten und für den Erhalt der Schöpfung. Denn wenn wir nicht eine drastische Reduzierung der Klimagase erwirken werden, dann wird vielen Menschen auf dieser Erde wortwörtlich die Heimat absaufen. Und wir haben von daher einen wohlbegründeten Protest der Schülerinnen und Schüler, da sie diesen Handlungsbedarf zum Ausdruck bringen. Und wenn die Schülerinnen und Schüler bei Klimademonstrationen jetzt die Politik auffordern, dass die Politik ihr Engagement für den Klimaschutz zu intensivieren hat, so ist das äußerst begrüßenswert und zeigt von hervorragendem politischem Bewusstsein. Und im Übrigen erfüllt das politische Engagement der Schülerinnen und Schüler auch Ziele des Kerncurriculums der hessischen Schulen. Ich zitiere aus dem Kerncurriculum für die Realschulen aus dem Fach Politik und Wirtschaft. So ist die Befähigung zur Teilnahme am öffentlichen Leben im Sinne der Entwicklung politischer Mündigkeit eine grundlegende Zielperspektive in einer Welt, die unter anderem geprägt ist durch globale Auswirkungen menschlicher Eingriffe auf die Natur. Zitat zu Ende. Und auch das Kerncurriculum Physik fordert von den Schülerinnen und Schülern das Zitat Beurteilung des Einflusses des Menschen auf das Klima und der Folgen und Zitat Beurteilung eigener Verhaltensweisen vor dem Hintergrund der Klimaproblematik. Das zeigt, die Schülerinnen und Schüler haben einen größeren Kompetenzerwerb im Sinne des Kerncurriculums der hessischen Schulen, als das Ihre Fraktion hier gezeigt hat. Und auch
§ 6 Absatz 4 des Hessischen Schulgesetzes normiert den besonderen Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schulen, der da heißt, insbesondere Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass die Klimademonstrationen ein außerschulischer Lernort wären. Aber es zeigt doch sehr deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler an unseren hessischen Schulen die Ziele des Hessischen Schulgesetzes leben und dass es hier ein lobenswertes politisches Engagement ist, das wir hier beobachten können. Und im Übrigen ist es auch so, dass der Klimaschutz in Hessen Staatsziel ist. Im letzten Herbst haben 9/10 der Hessinnen und Hessen sich dafür ausgesprochen, dass der Staat, die Gemeinden und die Gemeindeverbände berücksichtigen bei ihrem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit und die Interessen künftiger Generationen. Das zeigt, das, was die Schülerinnen und Schüler hier machen, ist im besten Sinne auch Verfassungsauftrag. Und von daher glaube ich, dass hier ihre Diskreditierung an der Verfassungswirklichkeit vorbeigeht und vorbeigeht an dem, was 9/10 der Hessinnen und Hessen vertreten. Klar ist für uns Grüne aber auch, die Schulpflicht gilt, und das hat auch niemand hier in Zweifel gezogen. Aber im Gegensatz zu Ihnen sind wir der Überzeugung, dass die Schulpflicht von den Schulen vor Ort am besten überwacht und damit umgegangen wird. Ich bin der Überzeugung, dass die Schulen, dass die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort keine Belehrungen ihrerseits brauchen, um mit der Schulpflicht richtig umzugehen. Und es richtet sich nach meinem Dafürhalten selbst, wenn Sie hier, wie am Dienstag geschehen, das Engagement der Schülerinnen und Schüler als Kinderkreuzzug diffamieren. Es richtet sich selbst, wenn Sie hier das Ganze als Klimalobby bezeichnen. Es richtet sich selbst, wenn Sie das als Klimakarren bezeichnen. Ich will Ihnen einmal sagen, der Klimaschutz, die Klimaveränderung wird von 99% der Wissenschaft, von allen, die ernsthaft Wissenschaft betreiben, nicht bezweifelt, sondern als ernsthafte Bedrohung bezeichnet. Was Sie hier machen, nämlich den Klimawandel zu leugnen, ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Aber das ist auch die Aussage, dass die Erde eine Scheibe sei. Von daher will ich Ihnen sagen, Ihr Versuch, politisches Engagement der Schülerinnen und Schüler zu unterdrücken, mit Bestrafung zu drohen, wird ins Leere laufen und stattdessen das Gegenteil erzeugen. Ich bin mir sicher, dass die Schülerinnen und Schüler sehr verantwortungsvoll mit ihrer Schulpflicht umgehen werden, dass sie ganz genau im Blick haben, wie sie ihren eigenen Kompetenzerwerb vorantreiben können. Und für meine Fraktion ist klar, sich für den Klimaschutz einzusetzen, ist lohnenswertes politisches Engagement und verdient nicht, von uns diskreditiert zu werden. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat der Abg. Christoph Degen, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Teilnahme an Schülerdemonstrationen kann gelebter Politikunterricht sein. Das sage ich deshalb, weil wir haben in Hessen seit einigen Jahren Kompetenzen in den Curricula stehen. Und Fachpolitik und Wirtschaft kenne ich mich besonders gut aus. Da geht es um die Analysekompetenz, um die Urteilskompetenz, auch um methodische Kompetenz, aber vor allem, meine Damen und Herren, um politische Handlungskompetenz. Und das, meine Damen und Herren, kann auch belegt werden durch die Teilnahme an Schülerdemonstrationen. Im Übrigen, diese Kompetenzbereiche sind auch mal ganz am Rande, ganz praktisch, um Leistungsbewertung ohne Noten auch darzustellen. Meine Damen und Herren, im hessischen Curriculum, man kann ja gegen oder für das Curriculum sein, aber dann soll man es hier auch sagen. Meine Damen und Herren, im Curriculum für Politik und Wirtschaft steht auf der Basis der eigenen Sach- und Werteurteile Möglichkeiten gesellschaftlicher Partizipation zu nutzen und Entscheidungen zu treffen lernen. Das ist politische Handlungskompetenz, meine Damen und Herren. Und außerdem, wer
in den letzten, weiß nicht, 10 Jahren eine Lehrerausbildung gemacht hat, vermute ich mal, der wird auch gelernt haben, dass es ein Ziel von Lehrkräften in Hessen sein soll, Unterricht möglichst handlungsorientiert zu gestalten. Nicht immer nur in der Theorie, sondern durchaus auch so, dass die jungen Leute das in der Praxis erleben. Und wenn die Teilnahme einer Demonstration entsprechend auch aufgegriffen wird in der Schule, meine Damen und Herren, dann kann es eben gelebter Politikunterricht sein. Meine Damen und Herren, ich will noch einmal deutlich auch sagen, wir haben eben alle beim großen Teil des Hauses geklatscht, als der Kollege May das Plädoyer auch für Friday for Fridays und die Umweltthemen gehalten hat. Ich schließe mich dem ausdrücklich an. Ich finde die Ziele auch persönlich richtig. Ich sage aber auch, ich halte es für richtig, wenn Schülerdemonstrationen Teil von Unterricht sind, dass das auch dann gilt, wenn ich das Ziel nicht teile, auch als Lehrkraft. Denn das ist Teil oder der wesentliche Baustein von politischer Bildung, dass Schüler ihre eigene Meinung bilden, dass sie dann mündig sind, wenn sie auch eine andere Meinung vertreten als die Lehrkraft oder der gängige Mainstream in der Gesellschaft. Auch dann muss es aufgegriffen werden und im Unterricht entsprechend des Kontroversitätsgebots mit Pro und Contra dargestellt werden, meine Damen und Herren. Und das erwarte ich dann auch im Politikunterricht. Meine Damen und Herren, ich will ausdrücklich auch sagen, dass ich es toll finde, wenn junge Leute sich so engagieren und sich für ihre Zukunftsthemen einsetzen, eben ob es mir gefällt oder nicht. Und ob das nun während oder nach dem Unterricht stattfindet. Natürlich soll nicht jede Woche Unterricht ausfallen. Im Übrigen, wenn man es richtig macht, fällt gar kein Unterricht aus, sondern es ist eben Unterricht. Und ich finde auch, es ist ja heute auch die Landesschülervertretung anwesend, übrigens, diese jungen Leute opfern heute auch wieder Unterrichtszeit. Ich finde ja dieses Vorurteil, die wollen ja alle nur schwänzen. Ja, halte ich ohnehin für ein fragwürdiges Menschenbild, weil junge Leute opfern möglicherweise Lernchancen, riskieren, dass sie am Ende Fehltage im Zeugnis stehen haben. Und all das muss man auch den jungen Leuten hoch anrechnen, dass sie bereit sind, für ihre Ziele, für ihr Engagement auch solche Risiken in Kauf zu nehmen, meine Damen und Herren. Und deswegen bedauere ich auch sehr, dass der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen kürzlich gesagt hat, dass er es nicht für glaubwürdig hält, wenn Schüler erst nach Schulschluss, wenn Schüler eben nicht nach Schulschluss auf die Straße gingen. Meine Damen und Herren, ich glaube, das kann man auch anders sehen. Ich habe großen Respekt vor diesen jungen Leuten. Ich habe großen Respekt vor diesen jungen Leuten und ich denke, politische Bildung muss in Hessen gestärkt werden. Wir sollten Lehrkräften eher Handreichungen geben und sie unterstützen dabei, wie man eben das entsprechend aufgreifen kann. Ich habe einen Kollegen, der an der Schule ist, gefragt, wie würdest du das denn machen, wenn da jetzt jede Woche irgendwie jemand zur Demo gehen will? Seine Antwort war ganz pragmatisch. Guck doch, dass das nicht immer die gleichen sind, dass heute mal 2 gehen, nächste Woche 2 andere gehen. Es gibt durchaus Lösungen, wie man das auch mit einem geregelten Unterrichtsbetrieb, meine Damen und Herren, in Einklang bringen kann. Deswegen noch einmal, wir brauchen mehr politische Bildung in Hessen. Wir haben gute Ideen und Möglichkeiten, auch die Teilnahme an Schülerdemonstrationen als gelebten Politikunterricht aufzufassen, in einem gewissen Rahmen. Es darf nicht zu vielen Fehltagen kommen. Aber ich glaube, da können wir vertrauen auf unsere Schulen, auf unsere Lehrkräfte, dass die das ordentlich hinbekommen, meine Damen und Herren. Deswegen noch einmal, wir können zuversichtlich und stolz sein, dass es so viele junge Leute in Hessen gibt, die sich für ihre Interessen, für die Zukunft unserer Umwelt einsetzen und das entsprechend auch in der Öffentlichkeit dokumentieren. Und letzter Punkt. Ich weiß nicht, ob wir hier heute darüber reden würden oder dass es überhaupt medial so aufgenommen worden wäre, wenn es immer nur nach der Schulzeit gewesen wäre. Auch das muss man anerkennen, dass immerhin die öffentliche Aufmerksamkeit hierfür entsprechend auch geschaffen wurde. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, ich wünsche den jungen Leuten weiterhin viel Erfolg und hoffe, dass sie mit ihren Schulen eine entsprechende Lösung finden können. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Degen. Das Wort hat der Abg. Moritz Promny, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen, werte Herren! Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind Grundrechte, die in einer Demokratie unverzichtbar sind und den besonderen Schutz verdienen. Diese Grundrechte,
Diese Grundrechte haben natürlich auch alle hessischen Schülerinnen und Schüler. Grundsätzlich begrüßen wir Freien Demokraten, dass junge Menschen sich für ihre Lebenswelt, für die Gesellschaft und ihre Anliegen einsetzen, sich mit Zukunftsfragen auseinandersetzen, zivilgesellschaftliches Engagement zeigen und Verantwortung für sich und die Gesellschaft übernehmen. Mit Sicherheit nehmen natürlich die Demonstrationen unter dem Motto Fridays for Future in der öffentlichen Wahrnehmung einen besonderen Stellenwert ein. Aber es geht in diesem Zusammenhang auch um Veranstaltungen, wie eben bei der Demo in der Wetterau, die erwähnt wurde, Ende Januar, bei der 600 Schüler gegen Rassismus und für Vielfalt und Toleranz auf die Straße gegangen sind. Fraglich ist doch aber vielmehr, ob sogenannte Schülerstreiks oder Demos während des Unterrichts sein müssen oder ob die Verhältnismäßigkeit zwischen Schulpflicht auf der einen Seite, die im Hessischen Schulgesetz hinterlegt ist und verbunden ist mit Artikel 7 des Grundgesetzes auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Meinungsfreiheit aus Artikel 5 des Grundgesetzes und der Versammlungsfreiheit gemäß Artikel 8 gewahrt bleibt. Diese Frage, meine Damen und Herren, ist juristisch nicht abschließend geklärt, und ich gehe davon aus, dass Gerichte in der Zukunft sich mit dieser Frage auch beschäftigen werden. Der Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25.05.1973 ist sehr deutlich. Und so führt ein ehemaliger Bundesverwaltungsrichter aus, ein Unterrichtsboykott ist unter keinen Umständen ein zulässiges Mittel, um in Konfliktsituationen die Interessen der Schüler durchzusetzen. Im Gegensatz dazu zeigen aber derzeitige Diskussionen, dass Schulleitungen und Kultusministerien partiell auch die Möglichkeit zulassen, dass Kinder von Eltern vom Unterricht befreit werden und für Spontandemonstrationen genau das anerkannt wird. Wir könnten diesbezüglich jetzt moralische und juristische Debatten führen und auch darüber diskutieren, bei welchen Themen diese Zwanghaftigkeit und Dringlichkeit geboten ist und bei welchen nicht. Aber es ist doch anmaßend, in diesem Zusammenhang sich als Tugendwächter aufzuspielen. Und es ist mit Vorsicht zu betrachten, wenn jetzt beispielsweise der AfD-Abgeordnete Andreas Lichert zur Demo in der Wetterau in der Hessenschau ausführt, ich zitiere, die Vielfalt, die gepredigt wird, wird hier nicht eingelöst. Es ist im Grunde genommen wieder eine Veranstaltung, die der Diffamierung der AfD dient, und insofern kann dies natürlich nicht gut gefunden werden. Hier ist unklar, ob es Ihnen von der AfD tatsächlich um die Einhaltung der Schulpflicht geht und um beste Bildung für unsere Kinder oder ob es hier um eine moralische Bewertung geht. Wir Freien Demokraten setzen uns für Meinungs- und Versammlungsfreiheit ein, und zwar für die Meinungsäußerung und auch Andersdenkender. Und so wie der Kollege Degen das angesprochen hat, ist es natürlich richtig, solange sich das in den verfassungsrechtlichen Grenzen bewegt. Darüber hinaus richten wir Freien Demokraten natürlich auch, dass junge Menschen zu zivilgesellschaftlichem Engagement und Ehrenamt motiviert werden. Aber inwieweit das morgens um 10 Uhr oder jeden Freitag sein muss, das ist doch fraglich. Und weil das Recht auf Bildung, meine Damen und Herren, ein grundlegendes Recht ist, das wir gewahrt wissen möchten und damit verbunden auch die Schulpflicht, setzen wir uns dafür ein, dass jedes Kind die Schule besuchen kann. Und daher ist es für uns nicht zweitrangig, ob dieses Recht wahrgenommen wird oder nicht. Wir sprechen uns dafür aus, die Demos nicht in der Unterrichtszeit zu legen und diese zu instrumentalisieren. Denn die Anliegen der jungen Menschen sind doch viel zu bedeutend, als dass wir uns hier mit juristischen und moralischen Debatten beschäftigen sollten. Wir sind überzeugt, dass die Öffentlichkeit, die Medien und die politischen Entscheidungsträger in diesem Zusammenhang
auch außerhalb des Unterrichts dies wahrnehmen können und verantwortungsbewusst mit der Zukunft der kommenden Generation umgehen können. Herr Kollege Promny, Sie sind am Ende. Ich wollte Sie auf die Redezeit hinweisen. Großartig. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Promny. Das war eine zeitliche Punktlandung, und es war die erste Rede des Kollegen Promny. Herzlichen Glückwunsch dazu. So, jetzt kommt der Kollege Armin Schwarz, CDU-Fraktion. Bitte sehr, Armin. Hochverehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Klimaschutz zählt zu den herausforderndsten Aufgaben unserer Zeit. Die CDU-Fraktion begrüßt es ausdrücklich, dass sich insbesondere junge Leute diesem Ziel verpflichtet fühlen, für dieses Ziel kämpfen. Denn es geht um ihre Zukunft. Ja, es geht um die Zukunft von uns allen. Deswegen vielen Dank für ausdrückliches bürgerschaftliches Engagement, das wir jederzeit und immer befürworten und mittragen. Demokratische Bildung, Bildung zur Partizipation der gesellschaftlichen Teilhabe, Bildung, die fächerübergreifend immer zu sehen ist, sollte und muss gleichwohl im Unterricht stattfinden, sollte und muss gleichwohl von Lehrkräften gegeben werden, die den gesellschaftlichen Diskurs im Unterricht und unterrichtsbegleitend entsprechend pädagogisch und curricular aufarbeiten. Die Curricula hatten bisher in dieser Debatte ja schon einen relativ breiten Raum. Kollege Daniel May hat darauf hingewiesen, dass bis hin zum Fach Physik, über Geschichte, über Politik, Wirtschaft viele, viele Fächer dazu etwas beitragen können. Ich denke, dass das der Kern, ein Kern dessen ist, was Schule zu erfüllen hat. Deswegen, damit auch das klar ist, für die CDU-Fraktion gilt, dass die Schulpflicht nicht nur eine Worthülse ist, sondern dass sie auch eingefordert wird. Jetzt wollen wir die Dinge allerdings etwas sortieren. Es gibt, und das will ich auch ausdrücklich sagen, eine Vielzahl von hehren Zielen, für die es gilt, sich zu engagieren, für die man sich einsetzen kann und einsetzen sollte. Klimaschutz, Frieden, Freiheit, Demokratie zählen zweifelsohne zu den Zielen, die ganz vorne anstehen. Es gibt aber auch Themen, für die auch auf der Straße schon demonstriert worden ist, beispielsweise von Gruppierungen wie Pegida, beispielsweise von Salafisten, die für sich in Anspruch nehmen, ja, wir können demonstrieren. Natürlich, das gilt. Demonstrationsrecht ist für uns sakrosankt, und selbstverständlich kann das nicht diskutiert werden, ob oder ob nicht. Allerdings, eins sollten wir sicherlich in dieser Debatte schon besprechen, und ich denke, da finden wir auch einen großen Konsens in diesem Haus. Es darf kein Dauerzustand sein, dass der Freitag für Demonstrationen vorgesehen ist, dass sich der Klausurplan um den Freitag herum strickt und der Freitag sozusagen blockiert ist und Klausuren und andere Pflichttermine da nicht mehr stattfinden können. Denn es gibt jede Menge Möglichkeiten, erstens im fächerübergreifenden Unterricht solche Themen zu besprechen und aufzubereiten. Und dann ist es in der Tat noch glaubwürdiger, außerhalb der Unterrichtszeit dafür für die eigenen Ziele zu demonstrieren. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten, beispielsweise in Vereinen, in der Feuerwehr, in anderen Gruppierungen, auch kirchlicher Natur, sich für die selbstgesteckten Ziele, die hier sind und die es gilt zu verfolgen und die es auch gilt, in der Öffentlichkeit zu zeigen, zu engagieren, meine Damen und Herren. Von daher
Verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, möchte ich einen versöhnlichen Strich darunter ziehen. Das war eine einmalige Situation. Es wird immer die Gefahr gestellt, muss dann sanktioniert werden. Ich bin mir sicher, die Schulleitung und die Pädagoginnen und Pädagogen werden klug mit der Situation umgehen. Und bei einer einmaligen Situation oder beispielsweise bei einer Demonstration wie letzten Freitag nach der Verteilung der Schulzeugnisse halte ich das für völlig unproblematisch. Ein Dauerzustand auf Freitagsdemos darf es allerdings an hessischen Schulen nicht geben. Deswegen bleibt unterm Strich, grundsätzlich bleibt die Schulpflicht. Grundsätzlich gilt die Schulpflicht in Hessen. Und nur in begründeten Ausnahmefällen kann der Schulleiter individuell einem Schüler den entsprechenden Freibrief für einen bestimmten Tag geben. Das ist in Ordnung. Das Recht gilt. Das Recht wird eingehalten. Und wir gehen pädagogisch sinnvoll und klug damit um. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit. Alles Gute. Vielen Dank, Kollege Armin Schwarz. Das Wort hat der Kultusminister, Staatsminister Prof. Lotz. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Debatte ist ein gutes Anschauungsbeispiel dafür, was die Aktion eines einzelnen Menschen auszulösen vermag, vor allem wenn ihre Wirkung mit den Mitteln der digitalen Welt potenziert wird. Das knüpft insofern nahtlos an eines der großen Themen an, die wir gestern hier schon hatten. Das finde ich bemerkenswert und zunächst einmal auch gar nicht schlecht. Ich freue mich, wenn junge Menschen sich engagieren. Das räumt übrigens auch zugleich mit den unzutreffenden Gerüchten auf, die Jugend von heute interessiere sich nicht für gesellschaftliche und politische Fragen. Nein, meine Damen und Herren, wir erleben eine Generation, und das kann ich auch noch aus meiner eigenen Erfahrung als Hochschullehrer sagen, wir erleben eine Generation, die sich sehr ernsthaft mit wichtigen Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens auseinandersetzt. Und deswegen nehme ich auch diese Demonstrationen sehr ernst. Aber natürlich, meine Damen und Herren, hebt das die Schulpflicht nicht auf. Und das hat der Abg. Promny hat dankenswerterweise darauf hingewiesen, die Kultusministerkonferenz auch schon vor über 45 Jahren festgestellt. Also 1973, zu einer Zeit, wo man, glaube ich, sagen kann, da ging es auf den Straßen noch etwas hitziger zu als heute. Und die Kultusminister haben damals schon einhellig festgestellt, ich zitiere, die Teilnahme an Demonstrationen rechtfertigt nicht das Fernbleiben vom Unterricht. Das Demonstrationsrecht kann in der unterrichtsfreien Zeit ausgeübt werden. Zitat Ende. Und das, meine Damen und Herren, gilt bis heute. Warum also während der Unterrichtszeit? Das wissen doch gerade wir, die wir politisch tätig sind in diesem Hause, eigentlich genauso gut oder noch besser als alle anderen. Es ist völlig klar, es geht hier um einen kalkulierten Regelverstoß als Provokation und als Mittel dazu, um besondere mediale Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und diese völlig unnötige Aktuelle Stunde ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie das funktioniert. Denn Sie, meine Damen und Herren von der AfD, Sie tragen gerade dazu bei, dass dieser Hype auch noch gesteigert wird. Und deswegen, meine Damen und Herren, empfehle ich hier zuallererst eine Portion Gelassenheit. Die Auflehnung, das Spiel mit dem Regelbruch, das gehört zum Erwachsenwerden bis zu einem gewissen Grad dazu. Das war früher so, das ist heute so, das wird auch immer so sein. Und unsere Pädagoginnen und Pädagogen in den Schulen wissen damit auch grundsätzlich gut umzugehen. Allerdings, meine Damen und Herren, zu diesem Spiel mit dem Regelbruch und damit zum Erwachsenwerden gehört auch die Bereitschaft, die Konsequenzen zu tragen, die das eigene Verhalten hat. Danke. Und dabei muss eines völlig klar sein. Der Staat darf, wenn man einmal von Verstößen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung absieht, keine Inhalte bewerten und keine Meinungen diskriminieren. Und deswegen brauchen wir auch nicht darüber zu diskutieren, und das hat der Kollege Degen ja dankenswerterweise auch noch einmal ganz klargestellt, was jetzt gute und was schlechte Demonstrationen sind. Es steht nicht im Belieben von Schülerinnen und Schülern, ihre Zeit mit etwas vermeintlich Besserem und Wichtigerem zu verbringen als dem Unterricht. Und das gilt, um einmal ein ganz unpolitisches Beispiel zu nehmen, auch etwa dann, wenn jemand der Einsicht ist, ein Vormittag im Städel bringe der Förderung seines künstlerischen Talents bringe ihn weiter als der schulische Kunstunterricht. Auch dann kann man sich nicht einfach entschuldigen und sagen, ich glaube, das führt mich an dieser Stelle weiter. Meine Damen und Herren, das bedeutet nicht,
dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt in den vergangenen Freitagen auf die Straße gegangen sind, jetzt gleich mit der ganzen Härte schulischer Sanktionen überzogen werden müssen. Ich habe da volles Vertrauen in das Fingerspitzengefühl unserer Lehrerinnen und Lehrer, die ja beispielsweise, das ist ja auch von vielen Rednern schon angesprochen worden, dieses Anliegen der jungen Menschen auch sehr gut in den Unterricht integrieren können. Und gerade zum Klimaschutz, das ist jetzt natürlich quasi Zufall, weil das der Inbegriff desjenigen ist oder der Thematik ist, die man wunderbar in alle möglichen Projekte, auch fächerübergreifend, integrieren kann, weil es wirklich praktisch kein Fach gibt, in dem man sich nicht damit beschäftigen kann. Aber es gilt ganz grundsätzlich. Wenn junge Menschen solche Anliegen haben, da ist vom gelebten Politikunterricht die Rede gewesen, ja, dann sollten auch Lehrerinnen und Lehrer, sie tun das ja auch, das aufnehmen, das in den Unterricht integrieren, sich damit auseinandersetzen. Und das ist der Weg, um das erstens zu kanalisieren und zweitens auch dafür zu sorgen, dass die jungen Menschen dann auch eine gute Grundlage haben für ihr politisches Engagement, um sich dann eben auch in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Positionen ihre eigene Meinung zu bilden. Und das ist letzten Endes das Ziel nicht nur des Politikunterrichts, sondern eigentlich der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule insgesamt. Aber, um das auch noch einmal abschließend klarzustellen, trotzdem bleiben das juristisch betrachtet unentschuldigte Fehlstunden. Und es kann hier kein Gewohnheitsrecht entstehen nach dem Motto, freitags ist ab jetzt schulfrei und wir gehen alle demonstrieren. Wer so etwas versucht, wird man am Ende sicherlich dann auch über Sanktionen reden müssen, aber das ist jetzt im Moment nicht der Punkt dafür. Ich appelliere einfach an die Schülerinnen und Schüler und auch an ihre Eltern übrigens. Sie haben ihr Anliegen erreicht. Die Aufmerksamkeit ist da. Jetzt kehren Sie zum Unterricht zurück und engagieren Sie sich gerne weiter politisch. Diskutieren Sie im Unterricht mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit den Schulkameradinnen und Kameraden, und dann gehen Sie raus. Ich sage, es gibt viele Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren. Es gibt gerne auch die Möglichkeit, zu demonstrieren, aber bitte außerhalb der Unterrichtszeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 30 Sekunden, ne? 30 Sekunden, ja. 30 Sekunden. Vielen Dank. Herr Minister, ich will noch einmal darauf hinweisen, weil vorhin die Frage der Diskussion stand, wie ist das mit zusätzlicher Redezeit, wenn ein Mitglied der Landesregierung über die 5 Minuten spricht, dann steht jeder Fraktion dann dieser zusätzliche Teil zu. Das waren jetzt 30 Sekunden. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, bis man hier vorne ist, sind die 30 Sekunden rum, oder? Wollt ihr doch? Ja. Ich fahre, weil, Herr Doktor, wollen Sie? Ja. Aber dann los. Herr Dr. Grober, das Wort. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Was man hier so alles raushört von fast allen Parteien, mit Ausnahme der FDP, ist, dass die Ideologisierung der Schüler von links ohne viel einfach hingenommen wird. Es geht eigentlich darum, es wird das Unrecht institutionalisiert. Das muss man sich einfach mal fragen. Kennen Sie eigentlich den Beutelsbacher Konsens von 1976? Anscheinend nicht mehr. Dieses Überwältigungsverbot sollte Anwendung finden. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war in der Zeit. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das gibt es nicht. Dann haben wir diese Aktuelle Stunde beendet.